Showdown. Und da sind wir wieder zu Halo 5 Guardians. Ihr wisst, Super Fiesta. Will ich auf definitiv weiter zocken erstmal. Ja, voll der Wahnsinn. Kann ich nur sagen. Also voll der Wahnsinn. Ist ja hier echt lustig. Das gibt's doch gar nicht, aber vielleicht habe ich ja Glück. Nein, habe ich nicht. Ich habe gedacht, vielleicht komme ich ihnen so mal Trillifix entgegen. Ah, sie sind alle über mir. Sind ja witzig. Ach, das war jetzt voll für den Arsch. Einen blöden Angriff da von dem Hyopai. War das jetzt voll die Nusse. Na komm, lad auf. Boah, das hat jetzt lange gedauert. So. Du bist ein Arsch. Jetzt einmal mit dem Hammer drauf geömmelt. Ja, das war ja klar. Ja, ballert mir das Zaun und ich hatte keine schöne Ecke, mich zu verstecken. Naja. Sexy, sexy. Ich hab schon wieder Hammer. Was ist denn hier los? Und Kampfgewehr von Halo 2. Alter, ich liebe die Scheiße. Aber, nein, 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 nein. Schon wieder Saw-Typ. Aber wenigstens habe ich mit dem Hammer jetzt drauf genommen. Ich wäre sowieso tot. Weil leider irgendwie ein Saw drauf. Ey, ich krieg schon fette Waffen, muss ich schon sagen. So, einmal hoch. Einmal runter. Nur jetzt mal kicken, wo lang. Na? Das Nachladen dauert schon arschmäßig lange. So. Ansonsten nehme ich jetzt erstmal die Hydra mit. Boah, Alter. Steht er mir da im Weg, ey. Ja, ist natürlich jetzt pervers. Oh, ich meine, fette Waffen, schön und gut, ja? Aber das ist jetzt so ein bisschen manchmal nicht schön, weil ich fast nichts von meinem Bildschirm habe. So, jetzt aber, jetzt hat der Papa mal ein bisschen mal zugeschlagen. Wow! Zu früh gefreut. Shake. Das ist so geil. Ah. Auf halbem Weg zum Sieg. Bin ja auch irgendwie ein bisschen auch. Bin ja auch nicht so ganz selbstbewusst beim Zocken hier. Definitiv nicht. Überhaupt nicht. Na? Über mir? Warte mal, warte mal, warte mal. Der spaziert da über mir rum. Das war jetzt Arsch. Ich weiß nicht, was er für eine Pistole hatte, aber das war jetzt Arsch. Ui. Könnte ich theoretisch ein Noob-Kombo machen, aber treff erst mal. Gott, Alter, ich dreh am Rad ohne Scheiß jetzt. Ein fetten Haufen an Gegner finden, die nicht auf mich achten. Bazooka. Bams, fertig. Das kann ich jetzt schon wieder nicht rennen. Wieso rennt er manchmal gar nicht? Das verstehe ich nicht. Warum er manchmal überhaupt nicht rennen will. So. Haben wir jetzt beide gewartet? Das war jetzt Kacke von mir. Ich habe ihn nicht gesehen. Das ist wieder dieses scheiß Nachteil mit der scheiß Bazooka.
Die hat mir so die Sicht jetzt geklaut. Ah ja, natürlich nicht gesehen habe. So. Oh. Nein! Ah, leck mich doch, ey. Hatte ich ihn jetzt so schön ins Visier. Nee, komm. Oh, da hatte ich ihn so schön. Ich bin mir eigentlich mal ein bisschen sicherer geworden seit dem Scharfschützen-Spiel, aber jetzt... Oh, Alter, das tut ja voll weh. Da tut ja voll weh. Eieieiei. Ey, das gibt's doch gar nicht. Jetzt kommen die aber ganz schön nah. Boah, geht doch. Boah, da tut ja manchmal, ey, da tut ja voll weh. Oh, wie schlecht man ist. Ja. Vor allem, wenn man so ein leidenschaftliches Spiel liebt wie Halo. Ich komm nicht über diese scheiß 4. Ich muss ja auch irgendwie wirklich, ich muss üben. Wie hat man gesagt, ab 50, Level 50 ging es besser. Naja, ich hab da. Ja, man sieht mich. Ich glaube, selbst mit 152, geht das nicht mehr. Damals war es viel besser bei Halo Reach. Mann, war ich da gut. Brigadier war ich da. Boah, ich habe das gesuchtet. Wirklich gesuchtet. Aber irgendwie, naja. Gut, das war's. Nächste Folge. Nächstes Glück. Nein, ich brauche nicht nur Glück, sondern auch Können. Aber man muss dranbleiben. So, und ihr bleibt auch dran. Däumchen hoch, Abo hinterlassen. Und dann in der nächsten Folge wieder da sein. Glaubt mir, hier bin ich zwar kein Halo-Künstler, aber dafür ein Spaßvogel. Ich meine, hier hat man echt was zu lachen. Ich muss mal selbst mal Fails von mir reinmachen. Manchmal denke ich auch nicht dran. So, aber ich gehe jetzt. Tschüss.